Die Bundeswehr bekommt eine neue Raubkatze, den Hightech-Jeep Caracal. Und dafür hat sie 2054 Fahrzeuge von der deutschen Firma Rheinmetall bestellt. Bild stellt das neue Wunderwerk vor. Der Caracal soll den in die Jahre gekommenen Wolf-Jeep ersetzen und bei der Bundeswehr vor allem bei Luftlandeoperationen eingesetzt werden. Der Caracal erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern, ist mit einem 6-Zylinder-Dieselmotor und 249 PS ausgestattet und wiegt 4.900 Kilogramm. Aufgrund seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann er als Truppentransporter, Sanitäts- oder Logistikfahrzeug eingesetzt werden. Als Außenlasttransport kann er von Hubschraubern schnell ins Einsatzgebiet geflogen werden. Die Jeeps können mit verschiedenen Waffen ausgerüstet werden, unter anderem mit einem Maschinengewehr oder dem Panzerabwehrsystem Spike.